So, hi und herzlich willkommen wieder zurück zu mir. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der 27. abgefuckte November 2000. Und 13 logischerweise. Und das heißt, heute ist Mittwoch. Morgen kommt der Donnerstag und dann der Freitag, der 29., wo die PlayStation 4 mit den Spielen rauskommen, die wir live streamen werden auf, wie ich schon immer gesagt habe, twitch.tv/playgiga. Bitte schaltet ein, seid dabei, ab 10 live im Stream mit mir, stellt mir Fragen, wir machen zusammen das Unboxing. Und ja, seid einfach dabei, seid gespannt, guckt es euch an, überlegt euch, ob ihr euch die PlayStation 4 nicht auch holt. Was war denn das? Ach, Trottel. Ob ihr euch die PlayStation 4 nicht auch holt, beziehungsweise ob ihr nicht die PlayStation mit mir zusammen gamen wollt, ob ihr sie euch zu Weihnachten schenken lasst, wie auch immer. Es wird der Hammer werden und ich hoffe, ihr seid deswegen dann dabei, wenn es losgeht. Und es heißt, PlayGiga ist online. Wow, online. Nein, nein, nein. Gut. Es ging mal wieder viel zu einfach. Haben wir hier noch irgendjemanden, der uns in die Quere drücken könnte? Nö, ne? Keiner mehr da. Oh, ich kann ja jetzt sogar die Fußabdrücke sehen, wo wir lang gegangen sind. Stimmt. Hab ich ja neu, ne? Seht ihr ja, geht. Seh sich nicht. Ob wir das so machen? Das war da das Licht ausschalten. Oh, da sind. Ist da noch ein Laptop drin? Scheiße, sehe ich nicht. Mist. Ich habe hier noch ein bisschen Schlaf gehabt. Ne? Pass mal auf. Machen wir mal so. Da ist noch ein PC, den können wir bestimmt hacken. Thank you.
Du bist ein Pfosten, ey. Ja, du bist so ein Pfosten. Scheiße, können wir nicht machen. Ich dachte, wir hätten ihn. Wir machen jetzt das Licht aus, sonst findet uns vielleicht noch einer. Okay. Und ihmchen hier. Den legen wir mal nicht so in den Weg. So, und zwar machen wir Weitwurf. Jawohl. Auch wenn es einer von uns ist. Tut uns ja leid, ne? War ja nicht so gemacht. Ja, es ist halt echt saugeil, dass morgen übermorgen die PlayStation 4 rauskommt. Mit den ganzen Spielen. Killzone, Shadowfall, Watch Dogs, Knack, Battlefield und Assassin's Creed. Ja, Leute, das wird ein geiler Livestream. Erst das Unboxing der PlayStation, dann das Unboxing der richtig geilen Spiele. Und dann dazu auch noch ja, jetzt ist weg. Hey, halt! Schön stehen bleiben! Also, wie gesagt, ich dachte, jetzt wäre schon wieder Ende. Dazu dann auch noch das. Denn das. Dazu dann auch noch das geile Unboxing der Spiele. Wie gesagt. Und ihr werdet da richtig unterhalten am Freitag von mir. Ja, und also ich so viel soll gesagt sein oder so viel kann ich euch verraten. Es wird ein Hammer Gameplay. Es wird ein Hammer-Gameplay geben werden. Und, ja, lasst euch einfach überraschen, würde ich sagen. Mehr wie das kann ich euch leider noch nicht verraten. Das wäre ja langweilig. Aber, wie gesagt, so viel kann euch gesagt sein. Es wird der Hammer werden. Und aus dem Grund schalten wir den jetzt hier aus. Ja. Oh, fuck. Es wird ein Hammer-Livestream werden. Deswegen habt einfach Bock drauf. Da ist der Hund. Ganz ruhig. Was hast du gefunden? Who's there? Der ist gar nicht schwer verletzt. Was labert der? Der hat einen Kontaktschocker bekommen. Sprich, er wurde ohnmächtig gemacht.
Ja. Watch Dogs wird bestimmt eine geile Kiste mit dem Hacking. Vor allen Dingen, was ich dann auch richtig... Gucken wir mal ganz kurz, was hier hinten so los. Sieht aus wie nix. Mit dem Hacking wird das eine geile Geschichte, was natürlich auch ganz geil sein wird. Ist unter anderem, dass ihr herzlich eingeladen seid, dann dazu mit mir zusammen Watch Dogs zu spielen. Falls ihr euch das holen solltet, beziehungsweise die PlayStation 4 holen solltet. Wie gesagt, seid ihr herzlichst zu eingeladen, aus dem Grund, weil man Watch Dogs ja irgendwie, also so wie ich es mitbekommen habe, in irgendeiner Art und Weise live spielt. Das heißt, oh fuck, in irgendeiner Art und Weise live spielt, das heißt... Das heißt also, oh, ich werde jetzt erstmal da Leiche verstecken. So. Das heißt also, wenn wir das live spielen, dann könnt ihr mich nämlich währenddessen wir das spielen hacken und umgedreht ich euch genauso. Und ihr müsst mich suchen und das ist halt irgendwie, sorry, irgendwie eine geile Aktion von den eine geile Aktion von den Spielemachern. Ah, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, bin dabei. Beziehungsweise ich ja sowieso, aber ihr müsst dabei sein. Wie war denn das? Nach oben. Was? Verarschen? Warum kann ich nicht so hoch? Ich kann jetzt mich sogar zünden. Ach ja. Gucken wir mal da rein, wa? Nee, wollen wir nicht machen, ne? Wir fliegen dem jetzt hinterher. Er ist weg. Gut. Sehr nice. Hey, steh auf. Los. Was ist passiert? Finde ich jetzt ja uncool, ne? Aber nochmal so kurz zum Abschluss, bevor jetzt gleich die Folge wieder zu Ende ist. Beginnt er mit dem Bereich zu durchschirmen. Fuck. Also daher, schaltet lieber morgen ein, morgen früh um 10. Er ist bewusstlos. Wenn es heißt, PlayStation 4 Unboxing. Und, ja. Nur durch das Unboxing können wir berühmt werden. Nein. Aber wo ist der Typ? Ich sehe ihn nicht.
Unboxing der PlayStation 4. Ihr seid herzlich zu eingeladen. Aber ich würde sagen, wir finden den jetzt noch vorher. Bevor wir jetzt hier ausmachen. Haft-EMP ist ja blöde. Wenn du noch schlafen kannst. Müssen wir wohl rennen. Ja, brauchen wir wohl doch nicht. Geh zu Camp X-Ray. Bist fast zu Hause. Kurz alles wiederholen. Wir schießen mal auf ihn. Naja, gut. Denkt dran, morgen, gar nicht wahr, morgen, sondern Freitag. twitch.tv/playgiga. Und dann würde ich sagen, ihr drückt mir die Daumen, ihr seid hoffentlich dabei, unterstützt mich dabei. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns am Freitag den ganzen Tag ab 10 Uhr und dann Open End. Also Leute, ich würde sagen, ihr seid einfach mal dabei, wenn es dann endlich wieder heißt Splinter Cell Blacklist und das am Freitag 18 Uhr, wie gewohnt, trotz des Livestreams und ja, wie gesagt, ab 10 Uhr der Livestream, den ganzen Tag dann läuft es, die PlayStation 4, ich denke mal, da wird einiges los sein in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern generell, wenn sie dann in, ich weiß nicht, ob sie in Europa nur erscheint oder ob sie dann nur in Deutschland erscheint, ich kann es euch gerade gar nicht genau sagen, weil sie ist ja schon erschienen, aber halt, naja, auf alle Fälle, wenn es, dann wird einiges los sein, ziemlich großer Hype an dem Tag, ich denke mal, da wird einiges im Netz auch los sein. Die ersten Reviews, unter anderem mit mir halt und ja, von daher seid einfach dabei und liked den ganzen Scheiß, teilt ihn, kommentiert ihn, fragt mich aus im Livestream. Ich habe wie gesagt extra für euch viel vorbereitet und ich hoffe halt auch, dass ihr dabei seid. Deswegen haut einfach rein, bis zum nächsten Mal, euer PlayGiga, ciao! Oh!